jetzt bei Bunte Live. Harry ist wieder nur Nummer 2. Warum Meghan erst jetzt nach Deutschland gekommen ist. Stars auf Mallorca, wo auf der Lieblingsinsel der Deutschen die Promi-Hotspots sind. Und Scheiden tut weh. Die schlimmsten Trennungsschlammschlachten Hollywoods. Ja, 2 Royals in Deutschland. Meghan ist seit gestern Abend auch in Düsseldorf und kann sich endlich als treusorgende Ehefrau um Harry kümmern. Ja, das war anders geplant. Sie sollte eigentlich schon vor 4 Tagen mit ihm zusammen eintreffen. Aber es ging nicht, denn es gab einfach Wichtigeres als Harry. Jetzt ist sie da. Herzogin Meghan reist gestern Abend von Los Angeles nach Düsseldorf zu den Invictus Games. 4 Tage später als geplant. Sie unterstützt dort ihren Mann Prinz Harry, soll sogar am Samstag bei der Abschlusszeremonie moderieren. Für das Paar ist es eine der großen öffentlichen Auftritte nach den Gerüchten um eine mögliche Ehekrise. Naja, die Invictus Games sind natürlich der ideale Zeitpunkt, um zu zeigen, Krisen gibt es bei uns nicht. Wir sind nach wie vor glücklich, super verliebt und immer noch ein Paar. Und Meghan hat bei ihrem Auftritt auch gleich erklärt, warum sie zu spät kam. Sie musste sich um ihre Kinder kümmern und den Milchshakes zubereiten, erklärt sie. Jetzt sollte man mal meinen, die haben genügend Personal. Aber die Kinder sind natürlich ein guter Grund und stehen bei ihr an erster Stelle. Harry also wieder nur die Nummer 2. Aber wenn es um die Kinder geht, wird sich der leidenschaftliche Papa kaum beschweren. Für ihren Auftritt am Abend zeigt sich die Herzogin in einem schlichten schwarzen Kleid. Das Midi-Kleid ist von Banana Republic. Das ist eine kalifornische Modemarke, also aus der Heimat von Harry und Meghan. Und gibt es aktuell im Sale für 65 Euro zu kaufen für Meghan. Also, sag ich mal, ein echtes Schnäppchen. Heute Mittag besucht Meghan ein Basketballspiel in sportlichen Shorts. Ob die Herzogin von Sussex am Freitag in ähnlich lässig eleganten Schnäppchenlooks auftaucht? Wir sind gespannt. Da feiert Harry nämlich seinen 39. Geburtstag. Ja, sie ist wirklich plötzlich Prinzessin geworden. Naomi Kern, die Witwe von Otto Kern, dem Modemacher. Und wie hat sie das gemacht? Ja, sie hat gerade geheiratet, und zwar einen Prinzen, eine echte königliche Hoheit aus Frankreich. Nach dem Drama um den Tod ihres ersten Mannes Otto ein tolles Happy End. Plötzlich Prinzessin Naomi Kern, die Witwe des deutschen Modestars Otto Kern, heiratet in den französischen Hochadel ein. Kennengelernt haben sich Naomi und Charles-Philippe d'Orléans in Monaco. Dort stürzte vor 6 Jahren Otto Kern aus dem 13. Stock. Die Umstände seines Todes waren damals mehr als tragisch. Er ist ja mit im Alter von nur 67 Jahren gestorben, als er bei einem sehr schlimmen Unwetter auf die Terrasse seines Penthouses gegangen ist, um da was zu richten, und dann eben in die Tiefe stürzte. Und seine Witwe Naomi lebt seitdem in Monaco und hat lange gebraucht, bis sie, sag ich mal, zurück ins Leben gefunden hat und auch wieder eine neue Liebe getroffen hat. Die Traumhochzeit findet im kleinsten Kreis statt. Familie geht beiden über alles. Allerdings gibt es auf Seiten des Bräutigams auch Kritiker. So fordert ein Familienmitglied, er soll auf seinen Titel Königliche Hoheit verzichten, solange der Papst seine vorige Ehe nicht annulliert hat. Charles-Philippe persönlich sieht da überhaupt keine Gefahr drin. Frankreich sei schließlich eine Republik und keine Monarchie, und er werde auch weiterhin seinen Titel tragen, und auch Naomi werde ihre Titel bekommen. Und überhaupt ist, sage ich mal, Naomi Kern super in dieser Familie aufgenommen worden. Und so wird jetzt aus Naomi Valeska Kern die königliche Hoheit Prinzessin Naomi Valeska d'Orléans, Gräfin von Anjou. Krass. Ja, und so glücklich geheiratet haben ja auch viele Stars irgendwann mal. Hier sehen wir beispielsweise Sandra Bullock mit Jesse James oder eben ja auch Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja, genau. Doch dann kamen Lügen, Ausflüchte, Affären und das ganz dicke Ende, die Scheidungsschlammschlacht. Hier gibt es die 5 heftigsten Trennungen Hollywoods. Auf Platz 5. Sandra Bullock und Jesse James. Vor 13 Jahren geht Jesse James, Motorradschrauber und Moderator, als einer der größten Liebesschufte in die Geschichte Hollywoods ein. Nur 10 Tage, nachdem Superstar Sandra Bullock ihren ersten und einzigen Oscar entgegennimmt, demütigt er sie öffentlich. Er hat sie mehrfach betrogen. Sie hatte gerade ein Baby adoptiert. Eigentlich was Wunderbares. Du freust dich, du musst dich natürlich auf das neue Lebewesen einstellen, und dann erwischst du deinen Alten beim Fremdgehen. Also du gehst durch die Hölle in jeder Form. Sie hat leider immer wenig Glück in der Liebe gehabt. Und jetzt hatte sie eine große Lebensliebe gefunden, und der ist, wie wir wissen, vor kurzem leider gestorben. Auf Platz 4.
Die Trennung von Ashton Kutcher und Demi Moore. Von Anfang an ein ungleiches Traumpaar. Er, Nachwuchsschauspieler, gerade mal 25 Jahre alt. Sie, 16 Jahre älter, Mutter von drei Töchtern mit Filmstar Bruce Willis. Ashton soll von Demi verlangt haben, eine offene Ehe zu führen, hatte mehrere Affären. Demi ging es richtig schlecht nach der Trennung. Also sie hat wie einen Absturz erlebt. Die ist abgemagert und kam einfach mit dem Verlust nicht wirklich klar. Er wiederum war sehr ehrlich und hat dann hinterher gesagt, ein Grund dieser Trennung war auch, dass er mit der Rolle als Stiefvater von ihren drei Töchtern überhaupt nicht klargekommen ist. Platz 3. Sie galten als perfektes Paar, Brad Pitt und Jennifer Aniston. Der Star aus Friends und der begehrteste Junggeselle Hollywoods sind 5 Jahre verheiratet. Dann kommt Angelina Jolie, Brads Co-Star in Mr. and Mrs. Smith. Jennifer will die Scheidung, ist zutiefst gekränkt. Es kommt zum Rosenkrieg. Jennifer Aniston ist ein Superstar. Die Frau sieht toll aus, aber sie hat kein Glück mit den Männern, obwohl sie mal zur heißesten Frau in Amerika gekürt worden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Sie selber hat gerade vor kurzem gesagt, die Ehe ihrer Eltern sei vermutlich schuld, weil die sei anstrengend, nicht glücklich und sehr prägend leider auch für sie gewesen. Brad Pitt verdanken wir auch Platz 2 der erbittertsten Rosenkriege Hollywoods. Diesmal geht es um Ehefrau Nummer 2, Angelina Jolie. Hässlich sind die Vorwürfe. Es geht um angebliche Handgreiflichkeiten und fehlenden Unterhalt für die gemeinsamen Kinder. Die Leidtragenden sind natürlich die Kinder. Ich meine, die sind 2019 geschieden worden und kommen immer noch nicht voneinander los. Also die Anwälte haben immer noch was zu tun. Die streiten sich um vieles, vor allen Dingen um das Weingut in Frankreich. Da haben sie damals geheiratet. Platz 1. Amber Heard und Johnny Depp. Die beiden streiten sich in aller Öffentlichkeit, prozessieren gegeneinander. Ein Spektakel, das es so vorher noch nie gegeben hat. Das Ganze wird live auf YouTube übertragen. Depp kommt als Sieger aus dem Verleumdungsprozess. Eine wirklich kaputte Beziehung schon vor dem Eheaus. Wir wissen, da gab es Vergewaltigung, Schläge, Kothaufen im Bett, abgeschnittene Fingerkuppen. Wirklich die schlimmste Schlammschlacht aller Zeiten. Ja, echt ein totaler Wahnsinn, diese öffentliche Schlammschlacht. Auch vor allem diese Demütigung. Ja. Amber Heard ist ja nach der ganzen Sache mit ihrer kleinen Tochter erstmal nach Mallorca gezogen. Ja, wie überhaupt sehr viele deutsche und vor allem auch internationale Stars und Royals, die gerne Urlaub auf der Lieblingsinsel machen und da teilweise ja auch wohnen, wo König Philippe seinen Cappuccino dann hin und wieder ja auch mal trinkt. Sehen Sie hier die beliebtesten Promi-Hotspots auf Mallorca. Wenn man auf Mallorca nach Luxusimmobilien sucht, führt fast kein Weg an ihm vorbei, Marcel Remus. Seit 2006 wohnt und arbeitet er auf Mallorca und vermittelt Häuser an die Reichen und Schönen. Die Plätze, wo die Promis dann wohnen, die zeigt er heute bunte Live-Reporterin Caroline Henseler. Hola! Hola, hola. Herzlich willkommen in Villa Remus. Willkommen Mega. Auf Mallorca. Ich freue mich. Ja, gut siehst du aus. Danke gleichfalls. Ja, ich freue mich, dass du mich auf dieser wunderschönen Insel hier empfängst. Bist du bereit für unsere große Tour? Aber sowas von. Es geht los. Also, let's go. Die exklusive Promi-Insel-Tour startet in Son Vida, dem Beverly Hills von Mallorca. Hier besitzt Marcel gleich mehrere Immobilien. In der Nachbarschaft unter anderem Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau Anna Ivanovic. Die sind bekanntlich nicht die einzigen Promis auf der Insel. Weiter geht es für Marcel und Caro nach Port de Portals, genauer gesagt ins schicke Restaurant Wellies. Herrlich. So gut, oder nicht? Hier. Auf jeden Fall. Mit den Yachten direkt vor der Haustür. Absolut. Hier hat man was zu gucken. Hier wird es nicht langweilig. Das ist ja wirklich sehen und gesehen werden. Man sitzt dann hier mit deinem leckeren Essen und schaust dir das ganze Spektakel an. Und man kann hier Cappuccino trinken wie die Könige, habe ich mir sagen lassen. Ja, im August sind ja immer hier die Königsfamilie, Philipp und Letizia. Und die sind hier regelmäßig hier auch im Hafen. Die gehen hier Kaffee trinken und die gehen dann drüben ins Flanagans zum Abendessen und bestellen sich dann immer den großen Fisch in der Salzkruste. Mm, klingt gut. Einmal wie die Könige fühlen, das geht wohl nur auf Mallorca. Weiter zum nächsten Promi-Hotspot. An der Küste entlang, quer durch Palma, hin zur Beso Beach Bar. Die ist nicht nur ein echter Promi-Magnet, sondern wird auch noch von einem betrieben. Beso Beach kennt man von Ibiza, kennt man schon von Tulum, Mexiko. Ja. Und Rafael Nadal, der ist hier mit Genau, das ist auch cool, weil
Ich meine, er ist ja sowieso eine Ikone. Ich meine, er ist das Mallorca-Gesicht. Und dass er dann eben auch die Insel so ein bisschen pusht in die richtige Richtung, das international natürlich auch logischerweise verbreitet, dass Mallorca Place to be ist und so schön. Ja, da sind wir ihm dankbar auf jeden Fall. Und das Ganze hier in so einer Traumlocation und Kulisse. Kann sich sehen lassen. Spielen wie Nadal, gar nicht so einfach im heißen Sand. Dann lieber auf zum nächsten Promi-Hotspot der Baleareninsel. Dafür geht es hoch hinaus. Wir sind jetzt hier im höchsten Punkt oder einer der höchsten Punkte von Zombida. Und ganz da hinten, da drüben, direkt hinter uns, sieht man das Tramontana-Gebirge. Erstreckt sich dann eben von Lluc Major anfänglich bis rüber Richtung Valdemossa. Soyer, Deia da hinten, das Ganze ist alles sozusagen Tramontana-Gebirge. Und das ist eben das Schöne an Mallorca, man hat wirklich alle Facetten. Und Valdemossa, ein malerisches Bergdorf, auch schon Ort für Filmarbeiten gewesen, ne? Richtig, genau. Michael Douglas ist ja auch dort vor Ort, hat da eine schöne Finca. Und da wurden schon einige Filme jetzt mittlerweile gedreht. Wir hatten sogar letztes Jahr eine große Netflix-Produktion. Da waren Nicole Kidman und Morgan Freeman, genau. Du bist gut informiert, war auch dabei. Und das sind natürlich alles Charaktere und Persönlichkeiten, große VIPs, die natürlich am Ende Mallorca allein durch ihre Anwesenheit ja schon bewerben. Also es ist ja ein Traum, ist Wahnsinn. Also warum in die Ferne schweifen, wenn es hier auf dieser wunderschönen Insel so toll ist? Ja. Vielen Dank, Marcel, dass Danke du mir dir. Die Hotspots der Insel gezeigt hast. Gerne, gerne. Und ich würde sagen, hasta luego. Adios. Wir sehen uns ganz sicher wieder. Bis bald auf der Lieblingsinsel der Deutschen.